Beim Sternmarsch der Schützengilde Haltern am Samstagnachmittag, 8. Juni, gab es eine Überraschung, als die Schützen die Rückgabe des Schützenvogels Geronimo erwarteten. Die Vogeldiebe waren keine geringeren als die ehemaligen Könige der Gilde, die alle als römische Senatoren verkleidet auf dem Kriegsschiff Victoria mit dem geraubten Schützenvogel auf dem Marktplatz einzogen. Begleitet wurde der Einmarsch von römischen Legionären des LWL Römermuseums. Während der Feierstunde am Ehrenmal hatten die Vogeldiebe das Kriegsschiff mit Hilfe eines Anhängers der Firma Mertmann unbemerkt zur Mühlenstraße gefahren. Dort wurde ein ehemaliger Schützenvogel auf dem Schiff installiert. Ja, ich hatte in irgendeiner stillen Minute die Idee, es ist ja schon mal vorgekommen, dass eben die Königin auch schon mal den Vogel geklaut hatten. Und um einfach mal auch das Verhältnis oder den Zusammenhalt der Ex-Könige ein bisschen zu festigen, kam mir die Idee, das Ganze eben durch Vogelklauen zu machen. Und ich habe dann mal ein Rundschreiben gemacht, wie die Interesse bei den anderen Königen so ist. Und die Resonanz war also umwerfend. Also waren alle sofort Feuer und Flamme. Und was daraus entstanden ist, hat man ja heute gesehen. Schwierig war an und für sich von der ganzen Thematik her, dass wir das mit dem Boot hinkriegten, dass wir mit dem Herrn Mühlenburg, Dr. Mühlenburg, auch an ihn nochmal herzlichen Dank. Es war hervorragend, dass wir das Boot kriegten, dass uns das ermöglicht wurde. Und durch die Euphorie unserer Versammlung, die wir gemacht haben, wurde das natürlich immer höher gespeichert. Legionäre sind eigentlich diejenigen, die den Vogel zurückerobert haben. Ne? Und darum sind wir zum Römermuseum und haben gesagt, die machen mit, die haben ja rechtlich den Vogel zurückerobert. Und von der 19. Legion den eigentlichen Vogel. Und da haben wir gedacht, das passt auch für uns. Der Hintergrund dieser Aktion ist auf die Aktivitäten des LWL Römermuseums zurückzuführen, denn seit dem letzten Jahr werden dort Legionäre angeworben und ausgebildet. Im früheren Halterner Römerlager waren Legionäre der 19. Legion stationiert. Jede Legion führte als Feldzeichen einen Legionsadler mit sich. In der Varusschlacht des Jahres 9 nach Christi ging die 19. Legion vollständig unter und der Legionsadler ging an den Feind. Im Zuge der Rekrutierung beim LWL Römermuseum soll für die neuen Legionäre eine Nachbildung des damaligen Legionsadlers beschafft werden. Eine Sammlung beim Schützenfest soll der Wiederbeschaffung des Legionsadlers dienen. Es gibt einen Adler, der ist entwendet worden, abhandengekommen und der ist halt, wie gesagt, ganz mit Gold überzogen. Und wir haben versucht, einen kleinen Teil durch diese Spendenaktion damit reinzunehmen. Also ne, so sieht das Teil dann wirklich aus und ja, schauen wir mal, was unsere Sammlung dann ergeben hat. Ja, wie gesagt, das Teil kostet so rund 3.000 Euro und ich weiß nicht, was unsere heutige Sammlung ergeben hat. Also bei mir haben einige Leute auch Scheine reingeschmissen, also von daher bin ich sehr optimistisch. Die ehemaligen Könige erwiesen sich als zähe Verhandlungspartner, als es um das Lösegeld für die Rückgabe des Schützenvogels ging. 1.000 Liter Bier, Wein, Champagner und Softdrink. Ein römisches Buffet für 100 Personen und das Wichtigste, Transport der alten Cäsaren und Könige nach dem Gelage nach Hause. Für das außergewöhnliche Arrangement des Römermuseums haben wir uns angeboten, für den Legionsadler der neu aufgestellten 19. Legion des Museums der Stadt Haltern gleich bei unseren Schützenbrüdern und den Zuschauern ein wenig zu sammeln. Wir hatten also ein Riesenfest gefordert, quasi schon ein Dorffest gefordert und haben jetzt bekommen eine schöne, zünftige Party und die haben sich auch verdient, weil das ist uns der Vogel auch wert. Mit neuen Sammelbüchsen starteten die ehemaligen Könige dann die Sammlung in den Reihen der Kompanien. Nach der Einigung ging der Vogel zurück an die Sapeure, die ihn am Sonntag zur Vogelstange tragen werden. Sapeuren Hauptmann zu sein und sich dann immer wieder darzustellen, dass der Vogel dann weg ist, ist nicht immer toll. Wir stürmen die Schanzen, in Haltern sind ja zwei Schanzen, die dann aufgebaut werden. Das ist einmal unsere Aufgabe, die altertümliche Sache. Normalerweise wurden die Sapeure aus den besten, den einzelnen Kompanien rausgestellt. Und demnach sind wir die Vorhut, die dem König dann den Weg freimacht. Am Abend trafen sich die Schützen im Zelt am Lippspieker.